bisschen, ne? Okay. So. Sollen wir auch über die Icon 6 reden? Ja. Oder? Walla, Junge, wir machen das seit 2 Jahren. Du weißt immer noch nicht, was wir benutzen müssen. Guck mal. Tu das weg. Es gibt Sachen, Allah, die solltest du lernen. Ja. Und es gibt Sachen, die solltest du ignorieren. Und manche Sachen wirst du nie lernen, ne? Und das habe ich gekonnt ignoriert, damit ich nie die Arbeit machen musste. Ja. Weißt du? Immer schön. Du musst schlau sein. Ja, manche immer. Sind schlau, ja. Manche sind raffiniert. Ja. Ich bin dumm, aber ich bin raffiniert. Deswegen tue ich immer weniger und du machst immer diese ganze Sache. Bak, mach einen Clip davon. Eine Weisheit auf Türkisch. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Genau den mache ich seit Jahren. So, genau das ist mein Motto. Okay, komm. Wir haben heute einiges vor und wir fangen mal direkt an mit Barré und dem Song Hoya. Barry! Leute, der Song ist draußen, pumpt den Song zu Tode. Ein Mega-Song, wie ja, ich finde. Ja, 100%. Und, meiner Meinung nach auch einer seiner stärksten oder ich weiß nicht, ob das sogar zu den stärksten Solos von Barré, Barry. Barré war ja. Barré ist auch schon alt. Barry. Weißt du, Hoya, Hayal ist krass und Narben hat der. Und dann halt die ganzen Vor-Icon. Ich muss sagen, das ist dann der stärkste Solo. Der ist zu krass, Bruder. Ja, könnte ich mich jetzt nicht direkt entscheiden, ob es sein stärkster ist. Aber mit gehört zu seinen stärksten, ne? Auf jeden Fall. So, ja, ja, 100%. Safe. So, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Normal, let's go. Einfach yes. Finalsong. Überleg mal, wie schnell einfach... Es ist vorbei, ne? Es ist vorbei. Und ey, an alle... Das ist ja der Finalsong von Icon 5. Icon 5 ist aber noch nicht vorbei. Icon geht jetzt noch so, ich denke mal so ein Monat bis eineinhalb Monaten geht Icon 5. Und danach fängt bald schon Icon 6 an. Wir waren ja schon in der finalen Planung. So, freut euch. Ey, weißt du, was wir auf? Guck mal, der Song bis hierhin verrückt. Ja. Yeah. Barré, ein geisteskranker Künstler. Seit Tag 1 an den geglaubt, ne? Ja. Seit Tag 1 in dem was gesehen und Potenzial völlig ausgeschöpft. Mhm. So, auch wenn der ein oder andere gesagt hatte damals bei Narben, Barré hätte rausgemusst, dies und das. Ich sehe kein Potenzial in dem. Ich finde, wir haben die Entscheidung richtig gemacht, den bis hierhin gefördert zu haben. Mhm. 100%. Aber! Der größte Nachteil am Barré ist, der hat einfach nur 3 Moves. Ja, ich wollte das Bruder, auch, ich schwör auf alles. Gib mal diesen Controller. Walla Billa, ich wollte es auch. Bruder, er hat einfach nur diese 4 Tasten. Wenn du Viereck drückst, kommt diese. Ja. So, wenn du X drückst, was kommt bei X? Ja, ja, was kommt bei Kreis? Ja. Warte, diese, ne? Und ja. bei Dreieck kommt diese. Ja, Bruder. Ich schwöre, der 4 Moves der nur. Der braucht mehr Tanzmoves auf jeden Fall. Ich schwöre. Ey, schalte mal ein paar neue Emotes bei dem frei. Ich muss auch sagen, das, was Barré so macht, so was er wirklich so
mit seiner Musik so... Er zieht dich in einen Film rein. Genau, das macht er so gut, Bruder. Das ist wirklich einzigartig. Und ich finde so bei Barré, der Einzige, der dem im Weg steht, ist er selbst. Mhm. Weil seine Musik ist jetzt angekommen. Ich weiß, es gab diese Phase bei Icon 5. Da hatte ich ein Gespräch mit Barré. Da meinte der zu mir, ich glaube, das war Boof nach Boof und so. Der meinte, ja, Bruder, ich werde noch nicht akzeptiert und so. Ich habe gesagt, warte, Bruder, sobald du weiterkommen solltest und so, dich anstrengen solltest, dann werden die Leute auch verstehen. Mhm. So, jetzt hat den jeder verstanden. Jeder checkt seinen Film und seine Musik. Nee, noch nicht jeder. Aber von der Icon-Community, ja. So, weißt du? Aber der Einzige, der dem jetzt so im Weg steht, ist er selbst. Mhm. So, wenn er jetzt den falschen Move macht, ist vorbei. Ich hatte ihm ein paar Dinge gesagt, so ein paar Moves, also ich mein, vertraglich, die schlau wären für ihn. Wenn er das umsetzt, könnte das auf jeden Fall knallen. Mal gucken. Hoffentlich. So. Lass mich mit meinen Juwelen allein. Weil die Gesichter sich gezeigt haben mit der Zeit. Es ist immer so. Voila, immer so. Es ist immer so. Krank. Voila, krank. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Ach so, und damit ihr wisst, das ist sein Finalsong, an dem vielleicht der das immer noch nicht gecheckt hatte. Wenn ihr wollt, dass Barré Icon 5 zu den Top 3 Gewinnern gehören soll, es gibt ja 5 Finalisten und 3 davon wählt ihr. So, dann müsst ihr unter diesem Video Hashtag Barré, nicht ja. Barry, nicht Baro, sondern Hashtag Barré ja. in die Kommentare schreiben und somit votet ihr für Barré. Yes. Boah, die Stelle ist krass jetzt. Boah. Da ist der Move wieder. Geil, Alter, Junge, geil. Boah, Bruder. Der einzige Punkt, den ich sagen muss, hätte er den Song ein bisschen kürzer gehalten, wäre der wahrscheinlich streamtechnisch noch mehr abgegangen. Auf Spotify, ja, ja, klar. Ist ja halt einfach die Zeit jetzt, ne? So, das ist die aktuelle Zeit, leider. Aber Bro, ich muss sagen, er geht wirklich mit einem geisteskranken Abgang. Ja, das ist nicht so ein Song, wo du sagst, boah, der hat immer gute Songs gehabt, aber jetzt, ich hab mich satt gehört oder der hat voll nachgelassen oder hat er seine besten Songs abgegeben. Nein, Bruder, mit diesem Song perfekt. Ich glaube, dieser Song wird auch nicht so schnell ausgelutscht sein. Nein, also nein. Den kannst du oft hören. Ich finde auch, es ist ein zeitloser Song. Ja.